Wir müssen hier sterben, dass sie zu Skeletten werden. A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. Sehr schön, neues Skelett bekommen. Komm, mein Achtens. Der kann sich mal hier durchbuddeln, mal sehen, ob er was findet. Ah ja, jetzt müssen wir wirklich die ganze Zeit hier abwarten. Mit dem Fall, dass er wirklich hier vorbeikommt. Sollte ich mich hier noch ein bisschen vorbereiten. Die Kanone da, die stört mich ziemlich stark. Zu der kann ich mich auch nicht hingraben. I see you have discovered a magical item. Your creatures have been blessed with experience. Your creatures are pleased with you as their master. Oh, meine Kreaturen sind glücklich, dass ich hier Herr bin. Your possession spell has been upgraded. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir nicht die... da loswerden, die Kanone. Können wir sie nicht durch die Tür da durchschlagen und dann mal weiter gucken. Zeitmäßig haben wir ja genug. So. Nachteil von Skeletten ist halt, dass sie sich nicht von selber heilen können, also indem sie sich ausruhen. Das muss ich halt eben manuell machen. Sehr schön. Heilenzauber ist auch upgraded. Bisschen Gold ist hier noch. Kann ich mir mal hier Gold schnappen und es in die andere Schatzkammer verlegen. Die mal ein bisschen größer machen, vor allem Ding. Ich glaube, ich mache sie auf Maximum groß. So. Jetzt brauche ich zwei Imps, die nichts zu tun haben. Die können mich hier dann das Gebiet einnehmen und dann kann ich mal gucken, ob ich da weiter durchkomme. Meine Kreaturen sind zum Glück alle ziemlich hoch trainiert, also wenn ich dann auf den Lord treffen sollte, dürfte ich eigentlich keine so großen Probleme kriegen. Ich habe hier noch eine halbe Stunde Zeit, also die Zeit hier in der Mission ist schon ziemlich fair gesetzt. So, die Tür einschlagen. Ich dachte jetzt schon, wer greift mich hier an? Ach, das ist ein Wetter.
dann etwas ungesund werden. Hier drin ist eine kleine Trainingskammer. A creature has died in your prison and is risen as a skeleton. Eben. Hol mal den Ritter ab. Wow. Da kommt jetzt wieder eine Prügeltruppe an. Hier unten ist ein Heldenausgang, gell? Jupp. An den komme ich aber so nicht. Beziehungsweise aus dem kommen zurzeit noch keine Gegner. Dürfte jetzt etwas heftiger werden. Einfach mal alle mit Blitzen zuspammen. You have taken over an enemy training. So. Jetzt brauche ich. Ich habe nur noch 7 Imps, also beschwöre ich bald mal einen. Jeder soll sich mal einen von diesen Knaben hier schnappen und ihn ins Gefängnis werfen. Ich brauche noch mehr Informationen. Und ich brauche einen Imp, der mir da weiter das Gebiet einnimmt. Und. Ach, hier sind Zwerge mit einer kleinen Schatzkammer. It is payday. Ja, das läuft ja eigentlich alles ganz gut soweit. Das ist jetzt, ach so, die Zwerge hier, die ihre Schatzkammer bewachen. Die können sich mit denen umkloppen. Was hat der zu sagen? Der hat noch eine geheime Kammer aufgedeckt, die wir jetzt aber eigentlich nicht so brauchen. Da müssen wir uns nämlich wahrscheinlich dadurch kämpfen. Da ist ein Heldeneingang und ich denke mal, ja genau, hier durch müsste irgendwo dann der Weg zum Ich denke mal, diese hochwertigen Gegner kann ich zu meinen. Hier ist ein Hohlraum. A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. Sehr schön, jetzt habe ich wieder ein Skelett gekriegt. Ich denke mal, die restlichen 3 hier übernehme ich. Ein Portal. Ganz hinten. You have successfully interrogated an enemy creature in the torture chamber. Ist ein Portal. Map information has been divulged by the victim in the torture chamber. Ja, sehr schön. Ach, der ist jetzt gestorben, aber die anderen beiden, die bleiben mal da. Kann ich ja noch mal heilen. So. Soll ich mir mal all mein Zeug, was ich hier habe, weil hier kommen schon wieder gegnerische Helden, die
unbedingt auf die Nase wollen. Auf die ich einprügeln kann. Also man sieht schon, die Taktik steckt nicht hinter Dungeon Keeper. Man schmeißt halt einfach seine gesamten Kreaturen hier in den Kampf. Hier ist ein Hohlraum. Was genau bringt der mir? Ah, ich verstehe schon. Ich habe schon verstanden. Ich kann mich durch in diesen Hohlraum reingraben. Wie viele Kisten habe ich denn noch? 6. Kann ich da Sentry Traps in den Weg stellen? Hier so. Also hier durchgraben, an diesem Bachraum vorbei. Ah, sehr schön, die Feinde verfolgen mich. Das war vielleicht ungesund, sie direkt hier den Weg reinzuwerfen bei dem Magier. So, hier beim Magier. Well. No doubt the spineless landlord will soon be forced to shoot you. So. Skelette gehen mal weiter trainieren. Ach, der eine Zwerg hat sich hierher verirrt. Und wird gleich von meinen Kanonen fallen und dann aufs Korn genommen. Ah, super. Nein. Ich sollte die sofort hochheilen, bevor ich sie hier reinstecke. Wo ist er denn? A troll has become unhappy because he has no food. Das ist wiederum schlecht, also machen wir die. Welcher Troll bekam unglücklich, weil er nichts zu essen hatte? Der hier, schmeißen wir ihn einfach mal hier rein, dann hat er was zu essen. Hier graben wir hin und schnappen uns den Imp. Der kann das gleich mal frei buddeln für uns. So. Eigentlich. Ja. Sind wir dann soweit? Hier Sentry Traps hinstellen. Sobald wir uns das Gebiet einigermaßen gehört. Und dann einfach abwarten, bis die Zeit abgelaufen ist und der Lord fliehen will. Dann bombardieren wir ihn mit allem, was wir haben. A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. I see you have discovered a magical item. Du kannst gleich trainieren. You have taken over an enemy guard room. You have successfully converted an enemy creature in the torture chamber. Ja, genau, das ist eigentlich der Hauptzweck von den Folterkammern, dass ich gegnerische Helden übernehme. Sprich also, sie lang genug Folter, um sie zu konvertieren. Das bedeutet aber auch, dass ich sie am Leben erhalten muss. Das Praktische ist halt, dass der konvertierte Held, in dem Fall dieser hier, Heal All. Hm. Ein Heil alle Zauber, sehr schick. A goblin has become unhappy because he has